Willkommen zurück, Leute, zu Heavy Rain. Wir befinden uns hier mit Scott Shelby anscheinend in einer Handlung für Schreibmaschinen und Uhren. Ja, das erinnert mich sogar an was. Er hat ja auch mal, da war ja was mit Lauren, die hat uns doch was gesagt. Sie mitzunehmen. Sie will helfen, aber sie ist nur im Weg. Ich muss später mit ihr reden. Das war mit dem Brief, genau, dieser Brief. Warum wollte mich Charles Kramer im Golfclub wirklich treffen? Warum beunruhigt es ihn, dass ich gegen seinen Sohn ermittle? Da geht's um andere Dinge. Das ist so ein pädophiler Wichser, ich sag's euch. Manfred! Manfred! Bist du da? Da ist er doch. Nimm doch den. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott! Scott Shelby! Kennst du mich noch? Das nicht. Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lange ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Hallo, wir sind im Dienst, sozusagen. Hier hat sich nicht viel verändert. Nur der Staub. Und die Uhren. Würdest du für mich rangehen, Scott? Wie in alten Zeiten. Sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach ich. Ach komm, du kannst doch auch von hier raus rangehen. Das ist doch irgendwie witzlos. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Wer war das? Es würde mich ja durchaus interessieren, wer das jetzt war. Aber gut, vielleicht ist es auch überhaupt nicht wichtig. Und dann soll es uns egal sein. Also, auf die Freundschaft. Dieser Manfred sieht aus wie ein netter Typ. Durchaus, also doch, durchaus sehr netter Typ, glaube ich. Um Scott, erstmal einen wegtrinken, ne? Nachher erstmal schön einen wegbechern. Danach können wir uns immer noch um irgendwelche Dinge kümmern. Gefällt sie Ihnen? Ja, sie ist wunderschön. Eine Stradelli. Hergestellt in Venedig des 18. Jahrhunderts. Das ist eines meiner Lieblingsstücke. Also, Scott, was führt dich her nach so vielen Jahren? Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Lass mal sehen. Kennt er doch bestimmt. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Klar, sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Ein Vergrößerungsglas, ja, okay. Dum, 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 dum. Bitteschön, Manfred. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht.
Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Das ist nicht so gut. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Ja, aber was soll uns die Scheißliste helfen? Ich meine, da werden ja wohl mehr als 3-4 Leute draufstehen. Sollte man annehmen. Hier wird aber nicht geklaut, Mädel, ne? Leg das Ding weg. Diese Lauren sieht irgendwie, die sieht gruselig aus, so ein bisschen. Was macht denn der da so lange? Hallo? Manfred? Hallo? Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich Was ist denn jetzt Namen los? Tja, hallo? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Er ist tot. Oh mein Gott. Fuck. Warum? Wieso? Weshalb? Armer alter Mann. So ein Ende hat er nicht verdient. Scott? Oh mein Gott. Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars' Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Was tun Sie da? Wenn einer kommt, gibt's Ärger. Das sind Manfreds Bücher. Er hat gerade Besitzer von Royals gesucht. Vergessen Sie es, wir müssen hier raus. Nein, 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 nein. Das ist, auch wenn ich es immer noch eigentlich für eine dumme Idee halte, müssen wir trotzdem alles, was wir angefasst haben, wieder cleanen. So, wo waren wir denn? Wir waren zumindest hier dran. Nein, nein, nein. Ja doch, 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 daran waren wir auch. Das Ding muss sauber sein. Hatten wir angefasst. Das Ding haben wir angefasst, definitiv. So, was hatten wir noch angefasst? Leute, Gott sei Dank haben wir nicht allzu viel angefasst, das weiß ich noch. Moment, 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 hier. Wir möchten ja auch nicht Lawrence auf einem Messer laufen lassen. Wobei, in so einem Laden müsste es eigentlich so viele Fingerabdrücke geben, dass man sowieso nicht mehr sagen kann, hey, das ist hier, ne? Eigentlich nicht. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, hier sind ja viele Menschen, die da durchlaufen und... Ja, gut, viele. Viele ist bei so einem Laden vielleicht übertrieben, aber... Ja, ansonsten habe ich doch nichts angefasst, oder? Haben wir Fingerabdrücke hinterlassen? Schnell überlegen.
Das war's doch, oder? Fingerabdrücke nicht vergessen. Ich will sie nicht mit reinziehen. Schnell. Scott, wie lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Ja. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Heißt das, ich habe das Telefon vergessen? Ich glaube, das soll es heißen. Sonst hätte man mir das jetzt nicht so gezeigt. Scheiße. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Ich glaube, der denkt sich auch, so einen Typen, das gibt's doch nicht, oder? Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Haben die jetzt ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis zueinander? Ich würde ja beinahe darauf tippen, dass es ein schlechtes ist, aber naja. Wo geht's hin? Ist ein bisschen zwiegespalten, das Ganze gerade. Bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Der Deal ist geplatzt. Das ist kein Spiel. Manfred wurde ermordet, weil er den Killer kannte. Er war nur 3 Meter entfernt. Nein, ich lasse den Killer nicht wieder so nah an sie ran. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Natürlich brauchen sie mich. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein, gehen heim und lassen mich mit der Ermittlung weitermachen. Halten Sie an! Was? Halten Sie an, verdammt! Was hat sie denn jetzt vor? Ey, Mädel! Jetzt darf ich den Wagen hier, was ist denn los mit dir? Was sollte das? Als ob sie eine Chance hätte. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Scheiße, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Gut. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Okay, wenn wir keine Wahl haben. Dann holen wir sie sozusagen wieder ins Boot. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten.
ja, kann man, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Allerdings, auch wenn sie den Killer jetzt sucht, das ändert doch nichts an der Tatsache. So insgesamt. Oh, wir sind endlich wieder Ethan. Oh shit, naja. Das ist ja hier unsere kleine Aufgabe, die uns bevorsteht. Ja, die ganz tolle Aufgabe, einen Menschen zu ermorden. Das ist gut. Das ist schon sehr gut. Klar. Warum nicht? Nichts leichter als das. Aber wie gesagt, wir brauchen die Buchstaben. Es hilft nichts. Los, wir müssen da rein. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du Stoff willst, ruf gefälligst vorher an. Na los. Okay, er ist ein Drogendealer. Ich wieder zu sehr gezögert, oder was? Scheiße! Bist du taub, oder was? Ich hab gesagt, hau ab! Du machst mir Ärger, was? Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool! Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst! Wir machen einen Deal, hä? Ich mach dich fertig, Flachwichser! Du kommst in mein Haus, klaust meine Stoff! Ich reich dir alle Knochen, Flachwichser! Mann, bleibst du endlich mal stehen? Hey, der Typ macht es einem relativ einfach, ihn erschießen zu wollen. Scheiße. Krasses. Ja, er macht es dann relativ einfach, bis zu einem gewissen Punkt. Und in dem sind wir gerade. Warte, Mann. Nämlich im Kinderzimmer. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte, erschieß mich nicht. Er hätte uns auch umgebracht. Ich hab Kinder. Sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen. Wir haben keine Wahl, verdammt. Wir haben doch keine Wahl. Ich würde es so gerne... Ich muss den Kerl töten, wenn ich Sean retten will. Ich habe keine Wahl. Er ist ein Drogendealer, Abschaum. Richtig. An meiner Stelle würde ihr keine Sekunde zögern. Richtig. Ich bin auch Vater. Aber ich habe keine Wahl. In meinem ersten Mann habe ich es nicht getan. Gut, dass du deine DNA da komplett über den Teppich verteilst, Ethan. Naja gut, wir wollen uns dann nachher ja eigentlich sowieso stellen, ne? Dementsprechend passt das ja schon. Es ist immer so fies, dass es im Grunde in so einfachen Dingen war und... Ja, dass man eigentlich immer sehr gut an die Sachen hätte rankommen können. Alles lag sozusagen vor unseren Augen. Direkt vor der Nase.
Ja, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir... Ja, jetzt kannst du es aber schon, ne? Jetzt kannst du es aber eigentlich sehr gut erkennen. Das eine da heißt auf jeden Fall Roosevelt Street wahrscheinlich. Damit müsste das auf jeden Fall lösbar sein. Tut mir irgendwie leid für dich, für deine Kinder. Aber wie gesagt, wir haben keine Wahl und er ist ein Drogendealer. Er ist halt auch einfach ein Drogendealer. Er ist ein Drogendealer, Leute. Der. Ich will jetzt nicht sagen, dass er den Tod deswegen verdient hätte, aber... Tja. Lieber er als ich. Oder lieber er als Sean. Oder? Was meint ihr? Habe ich richtig gehandelt? Habe ich falsch gehandelt? Ich brauchte die Buchstaben. Es führte kein Weg dran vorbei. Sonst hätten wir... Das ist auf jeden Fall, wir würden die Straße nicht finden. Und ja... Ich bin ein Mörder als Trophäe, das ist ja schön. Leute, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.